Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 15. Januar 2023. Ja, Realität, wir haben wieder Wind und wir sehen auch viel Bewegung auf dem Wasser hier und deswegen für mich immer ein guter Ausgangspunkt hier zu sehen, wie das Wetter ist, wo man hinfahren kann. Wir haben jetzt kaum eine Wolke am Himmel. Das Einzige, was man jetzt hier so sieht, ist dieses kleine Wolkenband hier auf der linken Seite. So, der Blick hier über die Dünen, den Golfplatz. Und da gehen wir mal hier ein bisschen weiter rüber. Ich werde auch noch mal mir das ansehen, ob wir Kite unterwegs sind. Das schauen wir dann von Weitem an. Es geht also nach Playa de Inglés. Heute Morgen war es ja Maspalomas. Ja, hier hat man den besten Überblick und wir schauen mal hier in die Berge. Viele Radfahrer unterwegs und wenn ich sehe, wie knapp manche Autofahrer an den Radfahrern vorbeifahren, da wird mir Himmelangst. Gerade eben hier was gesehen, noch keine 20 cm ist jemand hier die Straße, die zweispurig ist. Ich hätte ausweichen können, an dem Fahrradfahrer vorbeigefahren, ein Leihwagen. Ja, das kann böse, böse enden. Mindestabstand 1,50 Meter beim Überholen von Zweiradfahrern. Also daran sollte man auch daran denken. So, weiter geht's jetzt hier. 25 Grad das Thermometer. So, und ich bin hier im Zentrum von Playa, beziehungsweise an der Promenade, genau vis-à-vis vom Hotel Santa Monica. Rechts ist die Anlage Nogal. Und hier da vorne das erste Haus Tabuga. Zur Information für die, die wissen möchten, wenn sie vielleicht die Unterkunft buchen möchten. Also Nogal weiß ich, da habe ich Bekannte, Jeanette und der Hans, die wohnen da immer und die sind sehr zufrieden. Brötchenservice, schönes Apartment, breites Apartment, schöner Balkon. Also kann man wunderbar wohnen, kann ich empfehlen. Ihr könnt dann eben auch die Adressen hier rausbekommen oder auf der anderen Seite hier. Wir gehen hier ein bisschen längs. Ich sehe schon an den Autos, an den bekannten Autos, es sind wieder Kiter unterwegs. Und wenn ich schon nicht unten am Strand sein kann, dann möchte ich mir das doch wenigstens von hier oben ansehen. Hallo Harry. Guten Tag, Mr. Boss. Oh, guten Tag. Ja, gerade wieder ein nettes Gespräch gehabt. Und hier der Blick über die Dünen. Die Gäste sind aus dem Beverly Park gewesen, sind hierher gegangen, haben auch schon den Lucky gesucht, beziehungsweise die La Sandia. Also ich glaube, ich muss es doch noch ein paar Mal erklären, wo der Lucky ist. Der Lucky ist in der La Sandia Einkaufszentrum und das ist nicht weit weg von hier. Wenn ihr hier jetzt steht, und da vorne ist die Sita, da vorne. Und dann geht es rechts vor der Sita, vor dem Eingang der Sita, rechts die Straße. Und nach ein paar hundert Meter auf der rechten Seite, da ist dann ganz einfach das Shoppingcenter La Sandia. So, und jetzt geht's zu den Kitern. Also ich würde jetzt liebend gerne da auch mit hingehen, aber aus irgendwelchen Zeitgründen klappt das nicht. Deswegen werden wir das auf einen anderen Tag noch mal verschieben und dann bin ich mit dabei. Bungalows Doña Rosa, auch hier kann man gut Urlaub machen für die, die es vielleicht mal suchen. Unterkünfte Doña Rosa hier. Direkt am an dem Hotel Santa Monica. So, und nur zur Info. Hier heute wunderschönes Wetter. Etwas Wind und hier schauen wir mal in den Garten hinein.
vom Santa Monica. Schön auf Terrassen alles angelegt. Da hat jeder sein schönes Plätzchen. Ja, und hier kann man jetzt bis zum Rio Palace weitergehen und dann die Straße entlang. Das geht dann nicht mehr am Wasser oder am Meer, sondern man muss dann auf die Straße. Und dann am Aussichtspunkt, wo ich vorhin war, und dann kommt man runter nach Maspalomas. Oder man geht hier quer durch die Dünen. Das hier ist übrigens erlaubt, das ist nicht nur für die Kiter erlaubt, sondern ich habe mich informiert, sondern der Weg ist auch noch einer, der jetzt nicht groß markiert ist, aber man darf ihn benutzen zum Wasser. Man muss nur die Sachen respektieren, die Eingrenzungen. So, hier runter. Das Hotel Santa Monica. Ihr seht, wie die Palmen sich bewegen. Wir haben hier richtig schönen, heftigen, kräftigen Wind. Und wenn ihr hier runterschaut, da tanzen die Dünen, da tanzt der Sand. Ja, und da sind sie wieder, die Kiter. Ich versuche mal zu zählen. Also 25 Stück, so etwa, die hier auf dem Wasser sind. Ja, und ich zeige euch mal, was für Sandbewegung hier auf den Dünen ist. Wenn ich jetzt hier mal so rüber gehe, dann seht ihr das. Und da vorne Richtung Rio Palace, da ist es dann ja noch ein bisschen heftiger. Ihr seht, die Düne ist fast höher wie die Begrenzung hier zum Weg. Und da kann man sich gut vorstellen, wie viel Sand auch da in den angrenzenden Häusern, Wohnungen ist. Das ist nicht nur mit Staubwischen getan, sondern man muss da die Schaufel nehmen. Das ist ganz, ganz sicher. Ich habe da jemanden, der da wohnt. Und der muss auch der Rasen abgetragen werden. So, hier hinter mir wird gerade der Weg erklärt und deswegen auch die englische Sprache hier. Schaut euch an, wie die Dünen hier sich bewegen. So, ich schaue nochmal, ich muss mal ein bisschen Abstand hier halten. Ja, schaut euch das an. Hier, so weit sind die Dünen so hoch und die Wehen, und da vorne ist die Düne höher. Ihr seht es da vorne, nach der nächsten Einbuchtung, da ist die Düne höher wie hier die Abgrenzung. Ja, wunderschön, der Blick hier oben und an dieser Stelle noch wenig Sand in der Luft. So, ich versuche das jetzt mal so langsam wie möglich euch zu zeigen hier. Und da übt einer mit dem Schirm, sehe ich, auf dem Sand. Er ist ohne Brett unterwegs. Das sind die Übungen. Klar, man muss das Kiten ja auch irgendwo lernen und das geht am besten. Am Anfang ist es ja ohne Brett. So, jetzt geht es hier mal in die andere Richtung. Ja, so sehen die aus mit ihrer Montur und ja, jetzt ist mir auch zu viel Sand hier, denn hier kriegt man auch noch ein bisschen was ab. Ja, heute ist Ruhe, heute ist kein Flieger unterwegs. Nein, nicht ein einziger bis jetzt. Ich habe ja extra drauf geachtet heute. Absolute Ruhe.
Ja, und ihr seht, wie sich die Palmen hier bewegen, die Blätter, das ist schon nicht ganz ohne. Und hier riecht es immer nach Essen, das ist im Santa Monica, wenn man hier lang geht. Ja, ich werde jetzt euch mal mitnehmen von hier zur La Sandia, dass ihr dann auch den Weg kennt, falls der ein oder andere dann doch mal zum Lucky kommen möchte. Samstag bis Freitag. Ah ne, Entschuldigung. Er hat zu am Sonntag und Montag hat er zu. So war das. Und Donnerstag ist wieder Lucky Time. So, wir fahren jetzt hier, wenn die Einstellung passt. Sicher verstaut die Kamera, das Mikrofon auch. Und es müsste jetzt auch der Blickwinkel stimmen. Wir fahren jetzt hier am Nogal vorbei. Richtung Sita. So, da vorne ist das Einkaufszentrum Sita. Hier ist die Straße, die dann zum La Sandia, zum Shopping Center La Sandia geht. Übrigens auf der linken Seite eine Apotheke und eine Analysestation, wenn man Tests machen möchte, beziehungsweise Blutwerte, Labor, dann kann man das hier im Zentrum von Playa machen. So, hier auch die Bushaltestelle, die eine links, die andere rechts. Das ist der 30er, der fährt nach Las Palmas. So, hier vorbei am Los Borges, so heißt die Anlage auf der linken Seite und das passende Restaurant dazu. So, hier fahren wir nachher rein in die Calle Lisboa, aber jetzt erstmal die Einstellung ein bisschen ändern. Das war, glaube ich, ein bisschen hoch. So, und hier ist das Shopping Center La Sandia. Links geht's zum Jumbo Center. Rechts geht's zum Rio Palace Palmeras. Hier habt ihr jetzt Shopping Center La Sandia. Und da oben auf der ersten, in der ersten Etage die Terrasse, das ist die Larifari Lounge vom Lucky. Also eigentlich ganz einfach, ganz leicht zu finden. So, und wir fahren jetzt nochmal in die andere Richtung. Das ist wieder die Richtung Sita. Ja, wir haben Fußgängerüberwege, aber manche, die müssen über die Straße gehen.
So, auch die Frage, beziehungsweise war nicht nur eine Frage, sondern auch ein Vorschlag meinerseits, wo man gut essen gehen kann. Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Da geht es hier rein und wenn einer das Lokal nicht kennt, ja, dann kommt er auch kaum hier in die Ecke. Das ist die Calle Roma. Hier kann man wunderbar gut unterkommen. Hier kann man auch schöne Apartments mieten. Calle Roma, hier geht's rein. Und hier auf der linken Seite ist die Anlage Club Canario und da ist auch dieses bayerische Restaurant Servus. So, hier ist es ganz einfach und ganz leicht zu finden. Club Canario Restaurante und die Rezeption Servus, die bayerische Wirtschaft. Also immer einen Besuch wert. So, ich mache das jetzt alles wieder richtig. Hier die Anlage Costa Rica und Bogota. So, Wasser haben wir heute genug gesehen, deswegen bleiben wir hier auf der Straße. Atlantic Sun Beach hier auf der linken Seite. Copacabana rechts. Ecuador auf der linken Seite, auch eine beliebte Ferienunterkunft. Ja, und wenn wir schon hier sind, dann fahren wir hier auch mal nach links rein in die Calle Bremen. Das Apartmenthaus Nara. Hier habe ich mal gewohnt im Urlaub vor 35 Jahre. Ja, schöne ruhige Gegend hier. Man kann hier sehr, sehr gut Urlaub machen. Oder überwintern. So, das war jetzt hier die kleine Reise. Stoppschild, so wie es sich gehört. So, jetzt fahren wir noch bis zum Jumbo Center und dann verabschiede ich mich. So, hier geht es am Biarritz vorbei, auch eine schöne Anlage mit viel Grün und alles ebenerdig, schöne Terrassen, schöner Garten, auch eine Empfehlung, die ich weitergeben kann.
So, und das ist jetzt parallel zum Jumbo Center. Ja, der Wind erlaubt es, dann fahren wir noch ein bisschen hier die Tirachana, die Straße entlang. Das ist die Realität, so sieht es heute hier aus. Bei einem sonnigen, windigen Tag. So, und hier auf der linken Seite befindet sich das Jumbo-Zentrum. Und damit möchte ich mich auch verabschieden und sage dann ganz einfach hasta luego. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.